Moin, Leute, da sind wir wieder. Oh, jetzt habe ich falsch gedrückt. So, jetzt läuft auch der Timer. Ja, dann wollen wir nochmal weitermachen. Bing, 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 sind ja noch nicht so wirklich ganz fertig hier. Aber demnächst haben wir es dann wirklich mal geschafft, hier das ganze Holz zu verlegen. So. Ja, das kostet doch eine ganz nette Menge an Holz. Ja, hier unten die Schaltung, die ist natürlich verkehrt. Da sage ich aber nochmal was zu. Das kann so natürlich nicht bleiben. Aber erst, wenn es soweit ist, sobald wir hier dann fertig haben, dann müssen wir natürlich hier oben auch nochmal Holz verlegen. So. Ja, mein Hals bringt mich gerade um. Hab fast die ganze Nacht wach gelegen, weil mir die Nase in einer Tour gelaufen ist. So eine Erkältung ist doch was Schönes. So. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch. Das war jetzt mutig, aber naja, gut, hat ja geklappt. So, bauen wir mal da gleich zu und dann nehmen wir mal hier den Rest noch raus. Oh, komm her hier. Bing, bing. Und dann sollte das wenigstens schon mal geschafft sein. So, zing. Dann da und... nein, falsch. So, da und da. Das sieht alles gut aus bisher. Hervorragend. So, na fall doch hier runter. So. Ding, 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 ding. Hier geht's weiter. Ja, dann können wir wenigstens die Kakaobohnen hier mit auch ernten. Dann haben wir so eine Multifarm. Rein theoretisch sollte es ja auch gehen, wenn wir aus der nassen Erde dann wieder normale Erde machen und dann da das Zuckerrohr drauf anpflanzen. Also auch das sollte funktionieren. Sollte also auch möglich sein, Zuckerrohr hier drauf zu pflanzen. Jetzt muss ich mal gucken. Nö, da ist frei. Ja, dann ist das nur hier oben drüber. Ja, so ist richtig. Sonst klemmen wir uns da gleich wieder den Wasserfluss ab. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Das wollen wir ja nicht haben. So, das ist so. So, so. So. Ja, jetzt haben wir es wirklich gleich vollbracht. So, ding, 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 ding. Und ding. Ja, hier diese, da spare ich mir einfach mal diese beiden da. Da müsste ich dann extra nochmal Schilder bauen. Vielleicht später irgendwann mal. Aber im Augenblick... denke ich, brauchen wir es nicht wirklich. So, nochmal kontrollieren. Ja, das ist schon mal, sieht schon mal alles richtig aus. Das auch. Na, hier ist klar. Das sieht auch alles richtig aus. Wir haben auch überall... jawohl, dazwischen gesetzt haben wir auch überall. Gut, dann... ja, was happern? Wir müssen dringend was essen. So. Gucken vorher nochmal schnell in den Ofen. Ah, der brutzelt da so vor sich hin. Wir essen aber nochmal schnell einen Happen Pappen. Schnell mal ein paar Melonen reingezogen. So, ja. Dann geht's hier weiter. Das ist natürlich verkehrt. Wenn man sich mal hier diese Leitung anguckt, die von diesen Druckknöpfen kommt, wenn ich jetzt auf den Druckknopf drücke, was passiert mit der Fackel? Die wird natürlich geschaltet.
Das darf nicht sein, weil ansonsten würden wir hier die Lichter durchschalten und es würde automatisch ein Signal gesendet werden, das geerntet wird. Und das wollen wir ja nicht, sonst hätten wir ja nicht da wirklich die Auswahlmöglichkeit. Können wir aber ganz einfach fixen, wird einfach die Fackel um einen Block nach vorne verschoben. Ja, jetzt brauchen wir aber Redstone. Ah, den holen wir uns mal ganz kurz hier. So, dann wird das da oben nur draufgelegt. Und dann müssen wir das hier ändern und das natürlich ändern. Dann den raus, den raus. Dann kommt die Fackel dahin. Einmal Redstone haben wir ja noch. Dann kommt das Redstone dahin und die Halbstufe kommt da drauf. So, dann müssen wir hier unten weitermachen. Dann müssen wir das natürlich auch um einen nach vorne verschieben, denn die Fackel ist ja jetzt da. Fehlt wieder Redstone. So, ja, hätten wir das auch gefixt, dann könnten wir ja hier unten eigentlich mal so langsam dann auch weitermachen mit der Schaltung. Dann wollte ich den noch rausnehmen. Ja, gehen wir nochmal hoch, gucken und kontrollieren, ob das da auch passt. Sollte eigentlich. Nee. Eigenartig. Gut, wenn ich den wieder setze, dann funktioniert das wieder. Weiß der Teufel warum? Eigenartig. Sehr verdächtig. Nee, dann liegt es echt nicht an dem. Dann ist das manchmal so, dass irgendwie. Jetzt bleibt er wieder oben. Ich werd irre. Nee, bleibt da nicht. Warum er das im Moment macht, ich weiß es nicht. Gucke ich mir aber irgendwie zur gegebenen Zeit nochmal an. Also die ganze Zeit vorher hat es ja irgendwie auch funktioniert. Das ist also manchmal mit dem Redstone, das ist sehr eigenartig. Ja, dann wollte ich das hier noch anders machen, denn das können wir jetzt auch ändern. Dann sieht man weniger von dem Redstone. Das ist natürlich immer prima. So. Und ja, schön, wieder die Spitzhacke rausgeholt. Dann können wir das nämlich so machen. Und dasselbe können wir dann natürlich hier auch machen. Indem wir dann einfach hier das langlegen. Ja, Redstone fehlt jetzt natürlich. So, bing. Zack. Und ja, den raus. Und ein Erde wieder rein. Bing, passt. So, das spielt also keine Rolle und sieht irgendwie ja dann doch schöner aus. So. Wie gesagt, das Problem war, dass diese Fackel, wenn die einen weiter vorne ist, halt über diese Blöcke halt mitgeschaltet wird. Und das darf natürlich nicht sein. Das haben wir ja jetzt gefixt. Jetzt wollen wir nochmal gucken, wie schaut es denn hier mit dem Redstone aus. Da machen wir das mal so. Dann werfen wir mal noch einen neuen rein. Und dann weg damit. Ja, die neueste Version spiele ich noch immer nicht. Da bin ich noch nicht zugekommen zu updaten. Wird aber auch noch passieren, keine Angst. Also wir werden auch mit der neuen Version werden wir dann spielen mit der neuesten Version. So, jetzt bin ich aber im Moment gerade der Verwirrung extrem nahe. Wie machen wir denn jetzt weiter? Gut, das hätten wir, dann können wir ja eigentlich, ja, dann Redstone eingepackt und dann lustig drauf losgebaut. So, wir brauchen aber noch, wir müssen nochmal nach oben. Da werden wir jetzt keine Chance haben. Da werden wir nochmal hin müssen. Wir müssen mal ein bisschen Stein aus dem Schrank reißen. Das werden wir mal machen. So, da hinten steht's. Ja, dank dem lustigen Minecart-Bug werden wir uns jetzt mal sparen, hier schon zu fahren. Sondern werden da hinten dann das Minecart draufschmeißen und werden dann da mal. Hallo? Kommst denn du her?
dann hier hinten mal losfahren. Vorher werden wir natürlich nochmal hochgehen, nochmal die Slimes weghauen. So. Eigentlich hat der kleine Slime da gar keine Möglichkeit, auf der Strecke irgendwie zu spawnen. Irgendwie, ja, hat das dann trotzdem dahin geschafft. Eigenartige Sachen passieren hier in Minecraft. Hm. So, wir nehmen natürlich die EXP alle mit. Bing. Ja, dann wollen wir nochmal gucken in die Falle. Oh, das sieht gut aus. Da machen wir auch nochmal ganz kurz Tabula Rasa und nehmen mit, was wir mitnehmen können. Dann fahren wir nochmal hoch und holen nochmal ein wenig Stein, den wir ja auch in der Kiste haben. Da habe ich jetzt keine Lust, dann irgendwie noch zur Leuchtturmbaustelle zu fahren. Ach so, Quatsch, wir müssen erstmal ausladen. Zur Leuchtturmbaustelle zu fahren und da dann Cobblestone irgendwie an Land zu kriegen. So, da draus und da draus und das nehmen wir mit. Den können wir eigentlich auch schon mitnehmen. Das lassen wir mal drin. Das wollte ich eigentlich oben rauswerfen. So, zack. Ab dafür. Ja, es regnet gerade. So, was wollte ich jetzt? Ach ja, die Slimes wollte ich wegpacken. Bing. Dann wollte ich mir einmal Stein noch mitnehmen, denn wir müssen echt noch ein paar mehr Repeater bauen. Mit den paar, die wir haben, werden wir nicht hinkommen. Ja, Trivolos Video geguckt. Er sagte, er hätte das gefixt, indem er dann irgendwie eine alte Minecraft-Jar irgendwie eingespielt hätte, den Minecart-Soundbug. Und M-Atmos weggelassen hat. Also ich habe das ja auch vorher probiert. Ich hatte den Minecart Soundbug auch ohne die M-Atmos Mod. Und ich hatte den Minecart Soundbug. Den hatte ich auch mit. Also das hat bei mir irgendwie keine Rolle gespielt. Und wie gesagt, ich habe es auch mit Zurückspielen von verschiedenen Sachen. Ich habe es einfach ausprobiert und ja, hat bei mir auch nichts geholfen. Also da war Hopfen und Malz verloren. Kriege ich nicht mehr weg. Auch mit der neuen Version, das ist ja das Schöne, Leute. Also auch da ist der Bug noch weiterhin vorhanden. Ich krieg den nicht mehr weg. Kann ich machen, was ich will? Kann ich mich auf den Kopf stellen? Naja gut, ist wurscht. So, das ist unsere Steuerleitung. Dann das hier. Das wird unsere Durchschaltleitung. Also die Steuerleitung ist immer diejenige, Entschuldigung, welche dafür zuständig ist, dass wir auch umschalten können, also in den Erntemodus gehen können. So, nee, Quatsch, da müssen wir noch mehr rausnehmen. So, bing und ja, keine Steine mehr, blöd. Müssen wir mal hochgehen und ein paar Steine basteln. So, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Zing. Haben wir wieder ein paar Steine. Ja, wir müssen hier sowieso noch ein paar mehr Halbstufen rausholen. Also eine ganze Ecke, um genau zu sein. Den paar hier, da werden wir nicht ganz so glücklich werden. So, da eine Fackel dran. Ding, ding, ding. Da einen Stein drüber. Da einen Repeater rein. Da kommt das hin. Da kommt der nächste Repeater. Da kommt ein Stein hin. Ja, Leute, wir haben leider schon wieder fertig. Aber wir basteln dann einfach lustigerweise mal weiter in der nächsten Folge. Ich sage erstmal Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.